Ja, fazitmäßig möchte ich sagen, dass das OnePlus CE 2 5G, also OnePlus Nord Core Edition 2 5G, so aussieht wie das iPhone 12 von der Kamera her. Irgendwie sieht das da aus wie das iPhone 12, nur mit dem Unterschied, dass iPhone 12 diese dritte Kamera nicht hat, sondern nur zwei Kameras. Und ich finde eigentlich, dass OnePlus Nord Core Edition 2 5G eigentlich sehr dünn, sehr handhabig. Man kann Videos in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde drehen, während die Frontkamera vorne nur Full HD und HD mit jeweils 30 Bilder pro Sekunde unterstützt. Dann haben wir einen 4500 mAh Akku, der mit fetten 65 Watt euer Akku von 0 auf 100 für 32 Minuten braucht. Induktiv ist er leider nicht ladbar. Hätte ich mir auch nicht erwartet in dieser Preisklasse. Aber dafür kriegt man ein dünnes und solides Smartphone. Und für 350 Euro, je nach Händler, kannst du da nichts falsch machen. Und es tut mir leid, dass die Sonne da so scheint, aber ja, es zahlt sich halt aus. Und das Allerschönste finde ich, das Gerät kann Dual-SIM und Speichererweiterung unterstützen, betreiben, wie ihr auch das immer so sehen wollt. Der interne Speicher beträgt übrigens entweder 8 GB RAM, 128 GB oder 12 GB RAM und 256 GB. Also während die 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB interner Speicher 350 Euro kostet, kostet die andere Version 440 Euro, also 90 Euro Aufpreis natürlich. Und ja, man muss halt sehen, was man eigentlich will. Aber ich tendiere zu dem Standard mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher, weil man kann ja sowieso eine MicroSD-Karte bis zu 1 Terabyte hineingeben. Und ja, das war's auch wieder. Und ich hoffe, ihr habt mein Unboxing gut genossen und wünsche euch nichtsdestotrotz noch ein paar angenehme Tage. Ich sage mal Tschüss und bedanke mich sehr herzlich an euch alle.